Hallo und herzlich willkommen aus Bielefeld. Ja. Ja, herzlich willkommen in Bielefeld. In Bielefeld, genau. Mhm. Ist die neue Folge vom Bundespodcast und wir haben mal wieder einen Besuch bei einer Nachbarin. Diesmal keine Bundestagskandidatin und diesmal auch kein gutes Wetter, muss ich sagen. Ja, das ist alles eine Frage der Sichtweise. Genau. Ups. Okay, es gewittert. Es hat gerade geblitzt und gedonnert. Es gewittert. Genau. Und wer bist du? Ja, ich bin Christina Ussee. Ja. Ich bin hier in Bielefeld die Fraktionsvorsitzende der Grünen Ratsfraktion, Bürgermeisterin in Bielefeld und jetzt aktuell Landtagskandidatin für einen relativ aussichtsreichen Wahlkreis. Wahlkreis und? Wahlkreis 92 und Listenplatz 21, auch der ist relativ genau, aussichtsreich. Genau, beides also schon mal Hinweise darauf, dass du potenziell, wir stehen jetzt mal ein bisschen unter, ja. Ich hoffe, der Ton ist sehr gut, dass du potenziell am 16. Mai mit einem neuen Job rechnen könntest. Ich freue mich drauf, ja, ich hoffe es. Mhm. Doch, ich bin aber ganz guter Dinge da. Ich werde da alles für tun, dass das funktioniert. Genau, und da fällt man nicht vom Himmel hin, ne? Bitte? Da fällt man nicht aus dem Himmel und sagt, ich mache mal hier Landtagswahl. Nein. Was hast du bisher so gemacht? Ich habe tatsächlich vor 5 Jahren schon mal kandidiert für den Landtag. Da war das allerdings eher so, dass ich da so reingeschubst worden bin. Aber ich bin zu den Grünen gekommen über eine Bürgerinitiative. Wir haben damals, bin ich immer noch im Vorstand eines Freibadvereines, eines Freibadfördervereines. Und das Freibad sollte abgerissen werden, es war marode. Und wir haben dann entgegen aller Stimmen in der Stadtgesellschaft gesagt, nein, wir möchten das aber gerne erhalten. Und wir haben dann im Laufe dessen ein Bürgerbegehren gestartet und haben das gewonnen. Das war 2013 das einzige Bürgerbegehren in NRW, was gewonnen wurde. Und da habe ich halt Politikluft geschnuppert. Und dann ging das so seinen Lauf. Und so bin ich zu den Grünen gekommen. Das Freibad in Gatterbaum. Genau, in Gatterbaum. Was kann man, wenn Leute jetzt nicht unbedingt direkt aus Bielefeld kommen und mit dem Namen Gatterbaum nicht so viel anfangen können? Was kann man über Gatterbaum sagen? Gatterbaum ist ein ganz besonderer Stadtteil. Es ist der kleinste Stadtteil in Bielefeld, der kleinste Stadtbezirk. Und wir haben in Gatterbaum zum einen Dr. Oetker, aber zum anderen auch die von Bodelschwingschen Stiftung. Das ist die größte diakonische Einrichtung Europas. Es ist im Prinzip eine kleine Stadt in der Stadt. Das ist sehr viele Krankeneinrichtungen, viele Menschen mit Epilepsie werden da behandelt, viele mehrfach behinderte Menschen leben da, arbeiten da und sind da einfach. Also es ist auch ein sehr zentraler Punkt. Das ist ein ganz zentraler Punkt, ja. Und dieses Freibad ist halt Teil davon und das ist auch ein barrierefreies Freibad. Wir haben nicht nur eine Rampe mit beidseitigen Handläufen und einen Wasserrollstuhl. Wir haben auch Blindenleitsysteme für blinde Menschen, die schwimmen gehen wollen. Und wir haben sehr viele Besucher mit Beeinträchtigungen. Aber insgesamt, Gatterbaum, man kommt auch schnell, fährt man schnell durch und kriegt gar nicht mit, dass man drin war. Ja, ist halt recht klein. Ne? aber liegt wunderschön am Teutoburger Wald. Hat ein paar Sehenswürdigkeiten. Wir haben einen Tierpark, der keinen Eintritt kostet. Der liegt in Gatterbaum. Wir haben die Sparrenburg liegt direkt daneben, das ist nicht ganz so. Wir haben den Botanischen Garten, wir haben das Bauernhausmuseum. Also wir haben schon so die Sehenswürdigkeiten Bielefelds liegen in Gatterbaum. Das ist schon toll. Und da gibt es auch eine Bezirksvertretung, da bist du auch drin? Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, wir haben auch eine Bezirksvertretung. Wir haben eine wunderbare Bezirksvertretung, 15 Menschen sind da. Und bei der letzten Kommunalwahl haben die Grünen da 48% der Stimmen, über 48% der Stimmen geholt. Und wir haben die absolute Mehrheit. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig in Deutschland. Also ihr habt da die Macht. Ja, es ist so ein bisschen, ja, wir haben unsere Vorsitzende, unsere Bezirksbürgermeisterin, nennen wir auch die Kaiserin von Gatterbaum. Okay. Kaiserin Hannelore die Erste. In Gatterbaum stapelt man nicht tief. Nee, in Gatterbaum ist das einfach so, wir haben eine unfassbar lange Liste mit deutlich mehr Frauen als Männern drauf. Die Leute bringen sich einfach total gerne ein bei uns und jeder kennt irgendjemanden von dieser Liste und weiß, wenn er Fragen und Probleme hat, kann er sich an die Person wenden. Und deswegen sind wir so erfolgreich und wir haben einfach sehr viele Projekte schon umgesetzt. Wir haben nicht nur das Freibad damals gerettet, wir haben auch die Sekundarschule gerettet. Wir haben relativ auf kurzem Dienstweg ein neues OGS-Gebäude für die Grundschule gebaut oder bauen lassen über die Stadt und wir sind da einfach sehr rührig. Wir kümmern uns einfach wirklich um die Belange der Leute. Und die Leute wissen das und wissen das zu schätzen. Ja. Um mal ein bisschen transparent zu machen, jetzt fängt es an zu hageln. Lass uns noch mal hier reingehen. Ich glaube, da ist ein bisschen leiser. Ja.
Wobei so ein bisschen Atmosphäre kann ja auch nicht schaden. Aber das Freibad, das ist bürgerschaftliches Engagement gewesen. Aber wie, ja. Und als ich mit Britta über Bielefeld gesprochen habe, bei besserem Wetter muss ich dazu sagen, ist keine Kritik. Du hast es jetzt mehrfach angesprochen, ich habe es verstanden. Da rein, okay. Da hast du gesagt, Bielefeld ist eine Stadt, da ist... Ach nee, noch lauter hier drin. Hier ist das noch schlimmer. Geh mal lieber mehr raus. Ja. ja, so schlimm ist das auch nicht. Das wird nach einer rausgefiltert. Hm? Hoffe ich. Dass Bielefeld auch eine Stadt ist, wo sehr viel Bewegung ist und wo Leute auch sehr sich kümmern um die Dinge, die um sie herum passieren. Mhm. Ja, ist einfach so. Bielefeld ist ja mit den ganzen Eingemeindungen eine relativ provinzielle Großstadt, also eine Flächenstadt. Und deswegen ist der man kennt sich einfach und man kümmert sich umeinander und man versucht hier vieles auf die Beine zu stellen. Wir haben eine wahnsinnig große Kulturszene zum Beispiel. Wir haben hier das Kulturhaus Ostblock, das ist ein ehemaliges FH-Gelände und die Stadt übernimmt da die Betriebskosten. Die Miete ist immer nur für 1-2 Jahre, aber trotzdem, da haben sich ganz viele Künstler und Künstlerinnen angesiedelt, um da eine günstige Ateliers zu haben. Und da wird unfassbar viel gemacht. Und das wird halt auch unterstützt von der Stadtgesellschaft. Die nimmt das gut und gerne an. Und das ist einfach toll, ja. Mhm. Du bist stellvertretende Bürgermeisterin und machst aber auch Kulturpolitik in der Stadt. Mhm. Genau, ich bin im Kulturausschuss und im Ausschuss für Bühnen und Orchester. Die Frage ist halt, wenn du jetzt für den Landtag kandidierst, was nimmst du denn aus Bielefeld mit, gerade kulturpolitisch? Ich nehme zum Beispiel kulturpolitisch mit, dass wir es hier durchgekriegt haben, dass wir in den städtischen Museen freien Eintritt für Jugendliche bis 18 Jahre irgendwie geschafft haben. Das haben wir aus dem Haushalt finanziert, weil wir einfach finden, dass Jugendarbeit im Kulturbereich total wichtig ist. Und das ist nicht nur der Eintritt mit Schulklassen, sondern auch noch ein pädagogisches Konzept dazu, also auch mit pädagogischer Begleitung. Das haben wir zum Beispiel unternommen. Dann haben wir hier dieses Kulturhaus Ostblock. Das ist sicherlich nicht perfekt. Das ist ein super altes Gebäude. Da könnte man sicherlich total viel sanieren. Aber trotzdem sind die Leute da und die machen was und die engagieren sich. Und ich nehme mit, dass wir uns einfach gemeinsam engagieren. Zudem haben wir natürlich auch noch diese ganze sogenannte Hochkultur, die hier gut läuft. Wir haben eine tolle Kunsthalle, wir haben 3 Spartentheater, also auch das ist alles noch da. Ja. Da ist wirklich eine ganze, ganz große Menge Potenzial. Und die Frage ist halt, wie macht man es zugänglich auch für Menschen? Das ist etwas, was mich auch ein bisschen beschäftigt. Also gerade die Hochkultur wirkt ja immer so ein bisschen elitär. Ist richtig. Da gibt es, erstmal müssen wir jetzt, finde ich, nach dieser, wir haben jetzt auch eine lange Zeit eine Pandemie irgendwie schon und wir müssen jetzt mit einem Konzept, doch tatsächlich auch in Bielefeld, wir müssen jetzt tatsächlich auch ein Konzept an den Start kriegen, dass die Menschen wieder angstfrei irgendwie in Kultureinrichtungen gehen können. Und da wird gerade überlegt, wie wir das hinkriegen. Da sind wir daran, das zu erarbeiten. Und wir müssen natürlich auch, sagen wir es anders, wir haben zum Beispiel in Bielefeld ein sehr schönes Konzept von Hochkultur. Das nennt sich Klassik am Nachmittag. Das ist tatsächlich in den von Bodelschwingschen Einrichtungen, da an einem zentralen Punkt. Da gibt es jedes Vierteljahr einmal einen Klassiknachmittag, halbe Stunde klassische Musik, halbe Stunde Kaffee und Kuchen, halbe Stunde klassische Musik. Das sind meistens, letztes Mal habe ich gesehen, war ein Streicherquintett, glaube ich. Das hatte vorher einen Auftritt hier in der Oetkerhalle und ist dann danach den nächsten Tag dann kostenfrei oder ohne Gage nach Bethel gegangen und hat dann da Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch vielen Familien mit kleinen Kindern und diesem Kaffee- und Kuchenangebot einfach Leuten einen tollen Nachmittag beschert. Mhm. Also solche Sachen laufen hier auch zum Teil schon. Da könnte das Land auch mit mehr einsteigen? Auf jeden Fall kann das Land da mit einsteigen. Solche Sachen müssen auch immer gefördert und bezahlt werden. Ja. Ne? Also da gibt es eine Menge Ideen. Vor allem, was natürlich auch ein Riesending ist, und das muss auch auf Landesebene passieren, ist das Thema Green Culture. Kultur muss deutlich nachhaltiger werden. Und da geht es nicht nur darum, dass man vielleicht Pfandflaschen nimmt in der Halbzeitpause. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen. Es muss auch diverser werden. Es müssen viel mehr Frauen und Menschen mit Diversitätshintergrund irgendwie in Führungspositionen. Es müssen mehr Schauspielerinnen, Schauspieler, wie auch immer, mit Behinderung, mit Beeinträchtigung, People of Color, es muss einfach deutlich bunter und vielfältiger werden. Da hat Kultur noch einen echten Nachholbedarf und das ist eine Sache für Landespolitik. Ja, und da sind ja auch Potenziale da. Auf jeden Fall, genau. Ja. So, aber ich habe das gerade angesprochen, stellvertretende Bürgermeisterin, was macht man da? Wenn der Bürgermeister mal im Urlaub ist, hast du dann die Stadt in der Hand? Nein, das habe ich nicht. Das macht ja tatsächlich der erste Beigeordnete. Der hat dann die Amtsgeschäfte. Das ist mehr ein repräsentatives Amt. Ich hatte zum Beispiel vor längerer Zeit ein besonderes Highlight, war die
Eröffnung der Westfalenschau der Rassegeflügelzüchter. Da habe ich ein paar Grußworte gesprochen und habe dann mich total nett mit allen Züchterinnen und Züchtern unterhalten über Farbschläge bei Tauben und über Hühner und über Riesengänse. Und das war ein ganz spannender Nachmittag. Mhm. Ich habe aber auch genauso gut schon Preise verliehen bei einem integrativen Golfturnier. Also solche Sachen. Das sind einfach viele Termine. Man geht hin, man ist manchmal nur als Zuschauerin oder Zuhörerin da, man hält Grußworte, sowas. Also das sind schon viele Leute. Total viele Leute. Das macht unfassbar viel Spaß. Mhm. Übrigens der stellvertretende Landrat in Herford, der macht einmal im Jahr ein Kaffeetrinken für 100-Jährige. Ja, das obliegt hier die Besuche der 100-Jährigen und der alten oder älteren Menschen, ich glaube Geburtstage ab 85 oder 90, obliegt hier dem BezirksbürgermeisterInnen. Okay. Ja, das ist sehr witzig. Der hatte mal echt auch einen, da wurde eine 100-Jährige von jemandem hingefahren, der gefragt hat, ob er sich doch trotzdem reinsetzen darf. Er ist erst 99. Das hat sie aber hingefahren. Ja. Wir hatten jetzt hier am 22.02.2022 ist eine Frau, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie aus Bielefeld kam oder aus Bünde, ist auf jeden Fall 107 geworden. Mhm. Das ist ja auch schon ein hohes Alter. Ja, aber das obliegt den BezirksbürgermeisterInnen. Okay. Seit wann bist du bei den Grünen? Ich habe mitarbeiten tue ich seit 2014, erst als Parteilose und seit 2015 bin ich in der Partei. Mhm. Da bist du ja gerade so aus dem grünen Jugendalter schon raus gewesen. Also ganz knapp. Ich bin jetzt 55. Genau, okay. Mhm. Also so diese Geschichte, irgendwie ich komme als Teenie in eine Partei und ziehe das mal durch, das hattest du nicht? Das hatte ich nicht. Ich komme aus einer Familie, die relativ stark sozialdemokratisch gefärbt ist. Meine Oma war, glaube ich, die glühendste Anhängerin Willy Brandts, den ich auch als Kind schon live gesehen habe. Mhm. Mein Vater hat CDU gewählt und mit 18 habe ich aus Oppositionsgründen und aus Überzeugung vollmundig erklärt, ich würde ab jetzt Grün wählen. Das hat zu einem riesigen Eklat geführt. Mein Vater hat eine Woche nicht mit mir gesprochen. Ich habe Grün gewählt und tue es seitdem. Und es war eigentlich nur die logische Konsequenz, jetzt auch in die Partei anzutreten. Also bist aber jetzt auch eine richtige Parteipflanze geworden. Du kennst dich auch mit den Strukturen aus. Mhm, klar. Also es geht auch noch, wenn man knapp über 27 ist. Das geht. Es geht ganz gut. Man muss vielleicht ein bisschen neugierig bleiben. Das ist wichtig. Also auch jung im Jung im Herzen klingt so ein bisschen doof. Aber das klingt so ein bisschen klingt so ein bisschen nach Alter. Jung geblieben, genau. Nee, aber es ist doch so. Also wir haben eine tolle grüne Jugend hier mittlerweile auch in Bielefeld. Mhm. Mit denen mache ich ganz gerne was zusammen. Und man kann ja auch immer, wenn einem was nicht passt, was selber verändern. Ja, das finde ich immer ganz spannend, dass Leute auch in unterschiedlichen Lebensphasen sagen, ich mache jetzt mal was. Ich wollte das schon früher machen. Mhm. Also ich muss dazu sagen, als ich so Anfang 20 war, hatte ich schon so eine erste Karriere in der Gewerkschaft hinter mich gebracht. Ich war also auch schon mal Betriebsratsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende vom Frauenausschuss der Gewerkschaft und so in Bielefeld. Aber dann kam halt auch Familienphase dazwischen und ich wollte nach meinem nebenberuflichen Studium, wollte ich gerne in die Politik gehen. Da war mein Kind 3, mein Mann selbstständig, meine Mutter dement und ich hatte noch einen Job. Und da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich dann einfach, das war zu viel, das ging einfach nicht. Und dann habe ich das dann hinterher gemacht. Ja, jetzt ist ja die Arbeit in so einer Bürgerinitiative was ganz anderes eigentlich als so im Stadtrat. Ja. Da ist man zwar auch sehr aktiv, man vernetzt sich sehr stark, aber es geht letztlich um ein Thema. Und wenn du im Stadtrat bist, hast du natürlich auch deine Themenbereiche, aber du bist ja grundsätzlich mit allem konfrontiert, was in der Stadt los ist. Ich bin mit allem konfrontiert, vor allen Dingen muss ich auch als Co-Fraktionsvorsitzende zu allem eine Meinung haben und zu allem eine Haltung haben. Aber ich bin tatsächlich im Kulturausschuss und im Betriebsausschuss Bühnen und Orchester und im Hauptwirtschafts- und Beteiligungsausschuss. Und das sind also dieses Kulturthema ist halt so meins. Ich vertrete noch relativ viel, aber gerade als Fraktionsvorsitzende mehr Ausschüsse geht dann auch irgendwann nicht mehr. Es ist dann auch einfach zu unübersichtlich. Ja. Wie organisiert das mit, wenn du sagst, du hast deine Bereiche, aber du bist ja wirklich mit allen Vorlagen konfrontiert. Du musst die nicht alle durchlesen, weil du hast dann Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Ja. Aber wie organisiert ihr das dann? Wir haben einmal die Woche wir haben hier in Bielefeld eine Koalition mit der SPD und den Linken und wir haben einmal die Woche ein Koalitionstreffen, wo wir alle wichtigen Themen besprechen. Das sind immer die Fraktionsvorsitzenden und die Fraktionsgeschäftsführungen. Das hat gerade heute Morgen stattgefunden und dann haben wir montags alle 2 Wochen eine Fraktionsvorstandssitzung, wo wir dann alles besprechen und ansonsten wöchentlich Fraktionssitzungen, Arbeitskreistreffen etc. etc. Klingt nach einer Arbeit, die ehrenamtlich ist, aber sehr viel Zeit von dem eigenen Leben in Anspruch nimmt. Ja, ist so.
Und das wissen ja viele Leute nicht ganz wertzuschätzen. Und vor allem, die realisieren das vielleicht gar nicht, was das bedeutet. Das, ja, das ist bei mir, glaube ich, doch schon so, dass das viele auch, also viele sprechen mich darauf an, wie ich das überhaupt schaffe, weil das wirklich auch vieles ist. Liegt aber zum einen daran, dass es eben, wie gesagt, die Familienphase ist vorbei, mein Sohn lebt nicht mehr zu Hause, mein Mann ist sehr selbstständig. Meine gut Eltern, erzogen. Ja, meine Eltern sind auch nicht mehr da. Also ich habe einfach die Zeit dafür. Und ja. Ich finde da, glaube ich, eine ganz gute Balance, dass ich auch noch so, also diese Work-Life-Balance, das klappt auch noch ganz gut. Ja. Wie kriegst du das hin? Hast du denn im Kalender tatsächlich irgendwie Privattage angestrichen? Ich habe damals, als das anfing mit Fraktionsvorsitz, habe ich gedacht, okay, die Wochenenden sind politikfrei. Dann musste ich ziemlich schnell erkennen, dass das nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, der Sonntag ist politikfrei. Auch das klappt nicht immer. Aber ich habe... Ich wandere ziemlich gerne am Wochenende und ich habe eine Doppelkopfrunde. Und die Termine, die blocke ich mir wirklich im Kalender und die sind dann auch, die sind für mich. Und ich gehe ab und zu mal so einmal im Vierteljahr zur Kosmetikerin. Das gönne ich mir auch. Und der Termin ist dann auch heilig. Da sage ich auch andere Sachen für ab. Ja. Und jetzt hast du noch ein bisschen was anderes vor dir. Du hast nämlich einen Wahlkampf vor dir. Wahlkampf, weil du noch nicht meintest, du hättest noch nicht genug zu tun. Genau, ich dachte, es reicht noch nicht. Mach's jetzt noch einen Wahlkampf. Genau. Aber ein Wahlkampf ist ja auch immer ein Gemeinschaftsprojekt. Das macht man ja nie alleine. Wie viele Wahlkampf wird das? Also der zweite Landtagswahlkampf? Aber Das kann ich nicht mehr zählen. Also das viele. Ich glaube auch. Sechs, ne? Sieben, acht. Ich habe in den letzten Jahren das Gefühl, man ist in so einem Dauerwahlkampf. Ja, ne? ich mache aber auch total gerne Wahlkampf. Ich finde Wahlkampf großartig. Und ich mag, also das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist Kneipenwahlkampf, gebe ich ehrlich zu. Aber ich finde Haustürwahlkampf großartig. Ich mag Straßenwahlkampf. Ich finde Aktionen toll. Ich gehe gerne auf Podiumsdiskussionen. Ich mag das total gerne. Ich rede einfach so gern mit Leuten. Das ist so. Ja. Jetzt sind wir natürlich jetzt in NRW in einer etwas anderen Rolle als noch vor ein paar Monaten. Wir sind im Bund in der Regierung. Mhm. Wir sind hier in der Opposition. Mhm. Und wir haben dann eine Landesregierung, gegen die wir dann anstinken und versuchen, dann eine Mehrheit hinzukriegen, wo wir mit drin sind. Ja. Wie schätzt du dir dies insgesamt ein? Also wie, also ich muss jetzt nicht fragen, wie bewertest du die Bilanz von Schwarz-Gelb, ich glaube, das fällt nicht so besonders positiv aus, ist ja ganz klar. Genau, das wird nicht besonders positiv sein, aber die Ausgangslage. Die Ausgangslage, denke ich, es hat sich natürlich seit gestern, vorgestern, seit dem Einmarsch von Putin in der Ukraine alles ein bisschen geändert, aber ich denke, dass unsere Regierungsbeteiligung uns einen enormen Rückenwind gibt und natürlich auch das wirklich breite Versagen der schwarz-gelben Landesregierung. Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall in der Regierungsbeteiligung dabei sein werden. Mhm. Ja, das kann ich so sagen. Okay. Und im Landtag, also du willst Kulturpolitik machen? Gerne. Mein zweites Schwerpunktthema ist Kommunales, weil hier kenne ich mich einfach gut aus. Und durch meine Familie habe ich auch noch den Blick fürs Diverse, fürs Bund Diverse, weil meine Familie dunkelhäutig ist. Also da sind viele Themen, ich finde viele Ausschüsse unfassbar spannend. Also ich bin da ganz... ganz offen. Aber Kulturpolitik, Frauenpolitik, Gleichstellung ist mir, sind alles Herzensthemen. Also wenn du vieles spannend findest, ich meine, Fraktionsvorsitz kann man auch im Landtag machen, ne? Ja, aber erstmal langsam anfangen, ne? Ja. Also das, oder langsam einparken. Langsam einbringen, genau. Genau, ja, so ist gerade ein Auto, was ein bisschen krass. Ja, das ist komisch, weil wir in einer Fußgängerzone sind. Wir sind in einer Fußgängerzone, aber vielleicht... Wenn ich gewusst hätte, dass man hier parken kann, hätte ich das auch gemacht. Hätte ich nicht ins Parkhaus gehen müssen. Ja, ich bin mit dem Bus. Genau, du hast gerade angesprochen, wir sind jetzt, also es wird ja nächste Woche erst rauskommen, die Folge, aber wir sind jetzt einen Tag nach dem Einmarsch in die Ukraine. Und wie hast du den gestrigen Tag erlebt? Unfassbar. Ich habe das als erstes morgens, mein Radiowecker ging an und das Erste, was ich gehört habe, ist, dass Putin in der Ukraine einmarschiert ist. Und ich bin fassungslos, ich bin tatsächlich wirklich richtig fassungslos, dass sich unsere Weltordnung von einem Tag auf den anderen geändert hat. Und wir müssen jetzt alles tun, um Putin zu isolieren, um Russland zu isolieren. Wobei ich finde, das gemein von Russland zu sprechen, weil es hat gestern so viele Antikriegsdemonstrationen in Russland gegeben, dass ich einfach denke, wir müssen Putin isolieren und wir müssen aufpassen, dass der nicht noch weitergeht und dass der in der Ukraine, also dass er die Ukraine ist jetzt eingenommen, die ist quasi verloren, sag ich mal, aber dass der nicht noch weitergeht und nicht noch nach Polen übergeht. Ich bin fassungslos. Ich hätte am liebsten gestern Abend geheult, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und denke da auch immer nur daran, mein Gott, mein Opa ist im Krieg gefallen. Das ist so scheiße, wie viel Leid das über Menschen bringt und wie herzlich egal das Herrn Putin ist. Das macht mich ganz, ganz, ganz betroffen, muss ich ehrlich sagen. Also mir, ich hab's, das Erste, was ich morgens mache, ist mein Handy nehmen. Und da habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, der sagte, wachst du morgens auf und bist in einem Albtraum. Ja, genau so ist es. So habe ich es erfahren und ich musste gar nicht lange nachdenken, worum es ging. Ja. Habe ich dann in den Nachrichten geguckt und
Es ist schon grauenvoll. Ja. Vor allem fühlt man sich so ohnmächtig, ne? Total ohnmächtig. Total ohnmächtig. Und ja, man muss einfach auch gucken. Und es ist, ich bin auch so genervt von alten weißen Männern, die irgendwie ihre Muskeln spielen lassen müssen. Und ich kann es echt kaum noch ertragen irgendwie. Also ich finde das, es ist auch so aus der Zeit gefallen. Da ist so ein alter weißer Mann, der sagt, oh, mein Land, meine Panzer. Was soll das denn? Wir sind 2022. Boah, wir stehen hier an einer total guten Stelle. Hier ist verkehrstechnisch jetzt richtig was los. So, jetzt kommt auch noch die Müllabfuhr von Bielefeld hier hin. Ja, wir haben uns die beste Ecke von Bielefeld angeguckt. Ja. Ja, man fühlt sich tatsächlich ohnmächtig. Ja. Und vor allem, also es wird ja heute in Bielefeld auch wieder Mahnwachen geben. Ja, es gab gestern schon die erste Mahnwache, genau. Gestern allerdings ohne Redebeiträge. Mhm. Da hatten die Grünen auch mit aufgerufen. Heute machen es die Jugendorganisationen, die aufgerufen haben. Da wird es auch Redebeiträge geben. Gestern war es erst eher so ein stilles Zusammenkommen, um eine Solidarität mit dem Volk der Ukraine auszudrücken und auch um so selber ins Gespräch zu kommen, weil man auch einfach so, wir waren gemeinsam fassungslos, würde ich mal sagen. Mhm. Das war schon wirklich auch bewegend. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Dass man da sieht, man ist nicht alleine. Ja, genau. Und vor allem, dass man das Signal ausgibt, ihr seid nicht alleine, obwohl man jetzt nicht direkt helfen kann. Wir können nichts tun, aber es ist auch so nah dran einfach. Ja, kann ja nur gucken, dass man die Leute, die das rausschaffen, vielleicht aufnimmt. Aufnimmt, natürlich. Es gibt auch schon die ersten Anträge für die nächste Ratssitzung, dass irgendwie hier nochmal ein Sonderkontingent für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine irgendwie geschaffen wird, ganz klar. Ja. Da ist Bielefeld aber immer sehr weit dabei. Wir haben auch damals irgendwie über die Zahlen hinaus geflüchtete Menschen aufgenommen aus Syrien. Wir haben eine Menge unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter aufgenommen, weil wir einfach die Infrastruktur dafür haben. Also da ist Bielefeld immer, da sind auch die Parteien. Ich lege mich gleich auf die Straße und blockiere es hier. Da ist Bielefeld immer wirklich gut dabei und da sind sich die Parteien auch übergreifend einig. Ja. Das ist schön. Das hat Britta auch erwähnt, dass bei solchen Dingen ist da ganz... Britta war gestern bei der Mahnwache auch dabei. Genau. Also, wenn das rauskommt, weiß man wahrscheinlich leider mehr, wie es weitergeht. Wir sind jetzt immer noch in der erst am Tag 2 danach und gehen beide jetzt nicht für die Ukraine von einem guten Ende aus aktuell. Nein, tue ich nicht. Und das wäre ja auch nicht realistisch. Und es ist ja auch so, es macht mich auch so betroffen, weil es gibt ja auch so viele russlandkritische und regimekritische Menschen, die ja alle schon in die Ukraine geflüchtet sind. Und die werden jetzt wieder vertrieben. Da gibt es Listen, wo die draufstehen. Das ist so perfide. Das erinnert so auch an alte Stasi-Methoden. Und ich kann es gar nicht sagen, wie menschenverachtend. Das ist wirklich menschenverachtend. Mhm. Ja. Also ich meine, letztlich geht es hier darum, dass da jemand ist, der seine Allmachtsfantasien hat und damit mit dem Blut Unschuldiger für zahlt. Ja, natürlich, also genau so ist es. Und der natürlich auch ein Land überfällt, was reich an Bodenschätzen ist. Mhm. Und auch die Kornkammer Russlands, also ein unfassbar reiches und gesegnetes Land. Und natürlich auch ein Land, wo Demokratie herrscht. Das scheint er nicht so richtig haben zu können. Das ist, glaube ich, der Anlasspunkt. Das hat Marina Thema. Weißband ja auch sehr, sehr gut. Habe ich gelesen, ja. Sehr gut. Gut. Nachvollzogen, dass das Angriff eigentlich der ein Angriff auf die Demokratie, so ist es, genau. Weil die Ukraine ist der Beweis, dass man auch mit einer russischstämmigen Kultur, also das ist ja ein sehr nah verwandtes Land, also was die Geschichte betrifft, dass da auch eine Demokratie aufgebaut werden kann. Ja, da gibt es ja auch viele Familien, die jetzt zerrissen werden, weil da ein Teil der Ukrainer sind, ein Teil sind Russinnen, Ukrainerinnen, das ist schrecklich. Mhm. Ja, sind halt Nachbarländer. Genau. Dieser Beweis muss natürlich weg, ne, weil das ist natürlich eine Bedrohung für ihn. Ja, eine Bedrohung für seine autokratischen Machtspiele. Ja. Hm. Ja, und wir werden schauen, wie es weitergeht. Ja, was anderes wird uns ja nicht übrig bleiben. Wir können einfach nur Solidarität zeigen. Wie gesagt, also wir haben auch schon darüber gestern Abend tatsächlich nachgedacht, was wir jetzt, weil wir werden die Auswirkungen auch zu spüren kriegen. Sei es von steigenden Energiekosten und. Und wir haben auch schon die ersten Überlegungen angestellt, wie wir bedürftigen Menschen dann zur Seite stehen können, wie wir die unterstützen können, sei es mit Tickets für den öffentlichen Nahverkehr oder irgendwie sowas oder Gutscheinen für irgendwas. Also da müssen wir einfach gucken, dass wir da jetzt relativ schnell auch dann Unterstützung anbieten können von der Kommune her. Ja, wir wissen, also gerade was die Langzeitfolge betrifft, also das ist ja eine ganz neue Weltordnung praktisch in Europa. Ja. Und ich hoffe nur, dass die Europäer da wirklich mit einer Stimme sprechen können. Das hoffe ich auch. Nicht nur die Europäer, eigentlich die ganze Weltgemeinschaft, muss man ehrlich sagen.
Ja, die ganze wird man nicht dazu kriegen. Nein. Also ich gab es ja schon aus dem Iran freudige Rückmeldungen, aber das war ja zu erwarten. Aber dass man zumindest hier die demokratischen Staaten da genau mit einer Stimme sprechen. Ja, ja, China hat sich auch so ein bisschen vage noch ausgedrückt, glaube ich. Also ja, wo, ja. Ja, es ist war, ja noch ambivalent. War noch nicht ganz konkret. Also klar ist, das muss jetzt Sanktionen geben. Also dass die Regierung jetzt hilflos ist, ist jetzt nicht so, aber wir sind es jetzt erstmal und wir müssen hoffen, dass es möglichst gut wird. Ja. Es ist ein etwas ungünstiger Cut, weil ich würde ganz gerne über das Positivere sprechen. Mhm. Bist du eigentlich in Bielefeld aufgewachsen? Nein. Sondern? In Halle in Westfalen. Das ist 15 Kilometer entfernt. Ja, mein Gott. Das kennt man. Ne? Ich bin aber tatsächlich die erste Westfälin der Familie. Mhm. Meine Eltern kommen, so Kriegsgeneration, die kommen aus, ja, von überall her. Tschechien, Polen, Frankreich, Ungarn. Ich glaube, in Halle war ich bisher nur einmal. In Halle gibt es ja, in Halle gibt es die Firma Stork, die ja sonst immer sehr bekannt war für ihre unglaublich leckeren Süßwaren, mittlerweile aber für die Abholzung eines kleinen Waldes, für die Erweiterung. Und das haben sie durchgezogen, trotz zahlreicher Proteste von Fridays for Future und KlimaaktivistInnen. Dann gibt es ja die Gary Weber Open, so hieß das früher, großes Tennisturnier. Mhm. Heißt aber mittlerweile auch anders, weil es da eine Insolvenz gab und ja, das war es dann aber auch schon. Ne? Ja, ich hatte in Halle mal ein Date, das war das der einzige. Ja, hatte ich auch schon mal, aber ist schon lange her. Ja, war auch egal. Aber ich meine, du wohnst jetzt ja dann schon eine Weile in Bielefeld. Genau, über 20 Jahre schon. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, Bielefeld, das soll es ja geben. Und wenn man nach Bielefeld kommt, was ist jetzt so deine Ecke, wo du sagst, das muss man gesehen haben? Das ist eine ganz gute Frage. Ich mag sehr gerne den Tierpark. Da kann man schon spazieren gehen. Wir haben natürlich hier einfach Bielefeld. Da war ich auch noch nie. Ja, das wird Zeit. Ja. Also Bielefeld heute ist ja im Krieg sehr, sehr stark zerstört worden. Deswegen, was hier wieder aufgebaut worden ist, ist alles sehr billig und sehr autofreundlich geworden. Das ist also nicht so eine Stadt, wo man auf den ersten Blick sagt, boah, ist das schön hier. Das ist total. Ist es nicht. Nein. Aber es hat unfassbar viele schöne Ecken und es hat eine tolle Natur mit dem Teuto. Also der Tierpark, der ist großartig. Man kann auch da direkt über den Berg rübergehen, dann ist man im Botanischen Garten, der ist auch super charmant. Das sind so Highlights, da wohne ich nicht so weit weg, da bin ich einfach auch relativ oft, wenn ich rausgehe. Wir haben bei uns im Stadtteil noch so eine Besonderheit, da kann man auch gut hinlaufen. Das ist auf der einen Seite ist ein japanischer Garten, ein Betrachtungsgarten, ein Zen-Garten. Der ist wunderschön, der ist vom japanischen Kaiserpaar eingeweiht worden. Und auf der anderen Seite sind die ältesten Kugelgasbehälter Deutschlands. Das sind so große Behälter, wo früher Flüssiggas drin war. Und die sind auch stehen so mitten in der Landschaft, so vorm Wald. Das ist auch ganz beeindruckend, solche Sachen. Wir haben eine unfassbar gute Kneipenszene hier. Also man kann wirklich gut abends weggehen, man kann toll essen gehen. Da gibt es einiges. Hier vorne gibt es so ein nettes ägyptisches Bistro. Also es gibt ganz viele tolle Sachen hier. Ja, man kann auch, gibt auch Ecken, wo man, wenn man ein Auto mit aufgemotztem Auspuff hat, der ein bisschen Krach macht, kann man auch gut rumfahren vor Kneipen. Kann man gut, hört aber auf. Oh gut. Wir sind da gerade dabei, das zu unterbinden irgendwie durch ein Altstadtkonzept. Wir haben eine Bürgerbeteiligung im letzten Jahr, eine Breite auf die Beine gestellt zum Thema Altstadt und Aufwertung der Aufenthaltsqualität. Daraus dann was entstanden mit Straßensperrungen und Außengastronomie und Sitzgelegenheiten und Kicker und Tischtennisplatten und so. Leider war das nicht so rechtssicher und deswegen ist es jetzt wieder zurückgefahren worden, aber wir sind dabei, da jetzt neue Konzepte zu entwickeln und die auf ganz rechtssichere Beine zu stellen, dass wir da wirklich einiges machen können. Und dazu gehört eben auch, es ist der Emil Großplatz, das ist so ein Dreieck, so ein Kneipen-Biergarten-Dreieck, wo immer so getunte Autos möglichst laut immer im Dreieck fahren und das soll autofrei werden. Das geht so gar nicht. Und wir haben jetzt auch noch eine weitere Fußgängerzone eingerichtet, nämlich die Wilhelmstraße. Das wird eine Fußgängerzone, so eine kleine Flaniermeile vom Jahnplatz bis zum Kesselbrink. Das wird, glaube ich, ganz gut. Also Verkehrswende ist auch dringend angesagt. Wir sind hier so eine autofreundliche Stadt, das geht nicht mehr so weiter. Also bei dem Platz, bei den Autos, habe ich mich manchmal gefragt, vielleicht sollte man hier so eine mobile psychologische Betreuung einrichten, weil ich frage mich dann immer, was haben die jetzt in dem Moment davon? Das ist so ein bisschen wie so ein Karussell, wenn die immer so Kreis fahren. Glauben die, dass irgendjemand sagt, boah, ist der geil. Toll, ja. Nee, eigentlich sind alle nur genervt, weil sie direkt am Essen vorbeifahren. Genau, aber die Altstadt hat ja durchaus schöne... Doch, die Altstadt ist total schön, genau. Also da kann man auch nichts sagen. Wir haben ja auch tolle Feste hier, wir haben immer das Weinfest im September, also außerhalb von Pandemiezeiten. Wir haben den Leineweber-Markt, da gibt es ganz, ganz viel. Also es ist Kunsthalle gibt es hier. Kunsthalle. Und wir sind ja in einem Club mit einem Kunsthallen-Traditionstag. Kunsthallen-Traditionstag, ja, wir gehen immer vor Weihnachten.
in ein Museum, entweder die Kunsthalle oder ins Martha nach Herford oder manchmal beides. Oder manchmal auch beides. Und danach immer noch gepflegt essen. Genau, das kann man ja auch gut hier. Ne? Das kann man sehr gut. Genau. Hatte ich ja schon gesagt, das kann ich auch gar nicht alles aufzählen, wo man überall gut essen kann. Apropos gut essen. Du wirst ja wahrscheinlich dann ab Juni öfter mal in Düsseldorf essen gehen. Mhm. Ja, gut, ich bin Überleitungskaiser. Ne? Da freue ich mich total drauf, weil in Düsseldorf kann man unfassbar gut Sushi essen. Ja. Genau. Das liebe ich sehr. Genau. Aber nicht nur das wirst du da tun. Nein. Und mit welchem Gefühl schaust du auf diese Möglichkeit? Boah, mit einem großen Respekt vor einer neuen Aufgabe, auch einer sehr wichtigen Aufgabe und mit unfassbar viel Freude. Also ich habe da so viel Lust drauf und ich freue mich so darauf auch. Ich meine, ich weiß jetzt ja, wer auf der Liste alles so kandidiert. Ich kenne da schon viele Kolleginnen und Kollegen. Ich bin da relativ gut vernetzt, weil ich auch viel auf LDK und BDK war. Und ich freue mich da, mit Leuten ganz selbstbestimmt wirklich wichtige Themen zu bearbeiten. Da habe ich total Bock drauf. Mhm. Also es gibt, Niedersachsen hat ja auch noch Landtagswahl und da ist ja der Claim Bock auf besser. Und du hast auch Bock drauf. Auf jeden Fall, so richtig. Das ist ein sehr guter Claim. Hätte ich den früher gewusst, hätte ich den für mein Plakat genommen. Genau. Aber ist ein gutes Schlusswort. Bock auf Veränderung. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen für einen, denke ich mal, sehr spannenden Wahlkampf. Ja, wird es. Und vor allem für eine hoffentlich noch spannendere Zeit danach. Ja, vielen Dank. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ja, und das Gewitter hört jetzt auf. Ist jetzt Regen, ich sitze hier für den Engelreisen. Ne? Jetzt kommt die Sonne raus. Genau. Ah. Naja, Sonne vielleicht noch nicht. Ja. Vielen Dank. Ich danke auch. Puerto Rico no shosen de hirota kin no kanzashi wo katatte ni 2000 dore de uri tobasareta jō no moto ni hashiru. そんな俺の横